Dann wie viel der Print Day ist das und was bedeutet der Print Day so für dich? Das ist tatsächlich, ich muss das gerade mal für mich reflektieren, das ist der dritte Print Day und ja, tatsächlich eine tolle Plattform zum Netzwerken, sich wieder treffen, viele, viele Menschen, die ich auch jetzt jahrelang nicht gesehen habe und es einfach Spaß macht, sich wieder auszutauschen und Impulse mitzunehmen, auch aus den Vorträgen, die parallel laufen. Ihr arbeitet ja gerade bei Simio an einer Studie Print Neu Denken und da werden wir auch heute einen der Vorträge von holen, den Jürgen. Kannst du uns irgendwie kannst du in drei Sätzen sagen, worum es geht bei der Studie? Ja, kurz ist schwierig, aber ich versuche es. Es gilt quasi mal einen Reset-Knopf zu drücken zum Thema Print und zu überlegen und nachzudenken, welche multisensorischen Aspekte fliegen denn einfach oder spüren wir mit Print, um darüber gegebenenfalls eben zum richtigen Momentum der Customer Journey mit Print eine Botschaft nochmal emotional aufzuladen. So, und darüber machen wir eben jetzt auch eine Massenerhebung durch eine Online-Befragung, die quasi heute auch startet mit dem Impulsvertrag. Auf der Printed Digital Convention in Düsseldorf hältst du dazu auch einen Vortrag? Genau, da kann ich schon mehr präsentieren. Also heute wird die These vorgestellt und erste Erkenntnisse aus Interviews vorgestellt. Und in Düsseldorf werde ich dann schon konkrete Zahlen mitbringen können und auch eine Interpretation dessen. Alles klar, vielen Dank. Gerne.